So, Freunde, was geht ab? John ist am Start zu einem erneuten Video. Heute schauen wir uns den Multiplayer, die neue Season an. Season 3, ich habe gerade den Battle Pass gekauft. Schande über mein Haupt. Aber ich mache ja hier die Videos und ich möchte unbedingt die neuen Waffen auch schon in diesem Video teilweise anspielen. Natürlich alle noch ohne Aufsätze, aber da müssen wir heute durch. Gestern haben wir im Video kurz vor knapp fast die Streak gechoked. Vielleicht, ja, sehen irgendwelche Leute das auch schon als Streak gechoked an. Dann soll es so sein. Ich bin jetzt hier am Start und werde hier mich hier frei payen. Ich könnte aus. Ich verstehe wieder nicht, wie das funktioniert hier, ne? Aber ich muss erstmal, glaube ich, das. Es gibt das. Bruder, das Rittersauftrags. Ey, ich bin gespannt. Wir testen heute alles aus. Neue Maps. Wie gesagt, gestern Rebirth Island. Vielleicht heute auch noch ein, zwei Runden, aber ich denke eher Multiplayer. Das sollte heute der Fokus sein. Und ich bin wahnsinnig gehypt auf die neuen Sachen. Ich freue mich sehr. Ja, dieses Battle Pass System, müssen wir nicht drüber reden, ist eine absolute Scheiße. Ich hasse es. Ihr hasst es, denke ich mal, auch. Ich finde den Battle Pass auch wirklich unübersichtlich. Es interessiert mich auch nicht mehr, was drin ist. Früher, als der erste Battle Pass zu Call of Duty kam mit Black Ops 4, hat mich das richtig geil gemacht. Dann Stufe 200. Oh mein Gott, da gibt es die ultra krass geile Waffenvariante. Die will ich unbedingt haben. Jetzt denke ich mir, ich meine, das juckt mich nicht. Das juckt mich nicht. Und auch das juckt mich tatsächlich nicht. Wer hätte es gedacht? Aber das juckt mich nicht. Den Waffensticker hier. Den können Sie sich getrost sonst wo hinschieben. Aber mein Gott, so ist es nun mal. Die Animationen sind schön flashy, damit wir alle schön einen harten kriegen im Garten. Aber immerhin habe ich jetzt alle drei neuen Waffen. Oh mein Gott, geil. Das seht ihr alles in diesem Video. Daumen nach oben, Abo da lassen. Das ist, denke ich mal, hier ein Service von mir für euch. Ich bin so gnädig, dass ich euch hier alles biete. Sixstar. Oh, Baby. Sixstar. 24/7. Ich habe gesagt, die sieht ein bisschen aus Raid. Habt ihr gesagt, nee, ist nicht Raid. Oder, ja, ist nicht mehr im Ansatz Raid. Okay, Leute, es tut mir leid. Ich entschuldige mich vor euch. Tatsächlich habe ich immer noch die Kamera. Es ist generell so, ich merke das ja auch im Leben, Lebensweisheiten mit John. Sobald man einmal einen Rhythmus hat, man wechselt den Rhythmus nicht mehr. Jetzt habe ich diese Cam, bis ich die andere Cam wieder zum Laufen gebracht habe. Ihr wisst, da ist das kaputt, Anstecker, bla bla bla. Ich habe den Anstecker nicht mehr neu bestellt. Also es wird noch eine längere Zeit diese Kamera sein, auch wenn ihr das nicht so feiert. Ja, Hauptsache irgendwie ein bisschen was zu sehen, ist meine Devise. Generell kommen wir direkt zum nächsten. Ich rede schon wieder. Ihr wisst ja, ich mag es eigentlich nicht so, wenn ich so wahnsinnig viel rede, bevor wir im Gameplay sind. Aber viele Newcomer-YouTuber, die durchstarten wollen, kaufen sich erstmal 50.000 Euro Setup, Kamera, Lichter, Mikrofon, PC, 17 Bildschirme. Alles ist perfekt, bevor sie das erste Video gemacht haben. Und dann sind nach 4 Videos oder 3 Streams immer noch keine Zuschauer da und dann wird direkt gequittet. Ja, moin. Ja, moin. Deshalb, also auf Kamera und Mikrofon-Equipment kommt es eigentlich nicht an, aber das soll nicht das Thema sein. Verdammte Scheiße. Es ist schon wieder spät, 3.18 Uhr. Gerade noch eine Folge Brooklyn Nine geschaut. Und die Pep Guardiola bzw. Man City-Serie, die neue auf Netflix, habe ich jetzt fast zu Ende. Jetzt fehlt nur noch die letzte Folge. Sehr, sehr nice. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Alter, Bruder, wie lange habe ich jetzt am Stück geredet, Digga? Da könnte ich schon auch fast einen Preis für kriegen. Facecam machen wir noch ein bisschen größer, damit ihr diese Qual von Quali noch ein bisschen näher sieht. Das ist sogar noch die Vorgängermodell. Aber ich will euch jetzt nicht mit weiteren Details belabern. Es gibt die jetzt auch noch in 4K. Eigentlich will ich mir die auch kaufen, Bruder. Aber nochmal 600 Euro dafür auf den Tisch legen. Oh mein Gott, wie geil sieht die Map aus. Holy shit. Holy Hase, Bruder. Das ist ja wirklich hier Dubai à la ApoRED, Digga. Da könnte man ja fast schon eine Roomtour hitten. Oder? Oh mein Gott, das müsste man eigentlich so editen mit ApoRed Roomtour. Hier sitzen die ganzen Goofy-Streamer. Oh, ist aber so schön, ne? Einmal nach Dubai wäre wirklich auch ein Traum für mich. Spaß ist kein Traum für mich. Ich will jetzt auch keine politische Diskussion starten. Gottes Willen, nicht Affen. Donnerstagabend. Ihr seht das Video jetzt am Freitagmorgen, glaube ich schon, ne? Es ist schon wieder Wochenende. Die Zeit rennt. Tatsächlich rennt die Zeit. Oh, Baby. So, jetzt mal hier ein paar Kills holen. Jetzt mal ein paar Kills holen. Ich höre hier was, ich höre hier was. Ja, nachdem ich so viel gefaselt habe, ihr seid doch schon richtig rallig auf ein paar Kills. Das spüre ich doch schon. Boah, Vibe hier ein bisschen wie Plaza. Black Ops 2 von der Musik. Ist direkt nice. Ich höre wieder Steps irgendwo. Können wir an der Stelle auch mal wertschätzen, dass die DLC-Maps nicht mehr hinter diesen DLC-Packs versteckt sind. Was also nur Leute, die sich diese 20-Euro-DLCs kaufen,
die Maps spielen können. Und dann sind es absolut tote Lobbys, weil wirklich nur Süchtige sich diese DLC-Maps holen. Das ist schon eine coole Änderung. Muss man auch mal wertschätzen. Generell im Leben Spaß, keine Lebensweisheit. Jetzt ist Schluss. Aim, ja. Komm, lauf bitte nicht. Lauf nicht so lange rum. Es ist wirklich, wirklich. Er hat die neue Morse-Sniper. Oh! Ja, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende an der Stelle. Also ihr müsst jetzt wahrscheinlich noch durch den Freitag durch. Aber dann endlich Wochenende. Ich laufe hier die ganze Zeit den gleichen Weg und nicht so wirklich für Action. Aber ich meine, was spielen wir hier? 6 gegen 6? Es ist nicht so viel los hier, muss ich sagen. Oh, und Günther. Oh, Baby, mit der letzten Kugel. Dafür lebe ich. Wir sind sogar noch auf Streak. Nachdem ich letztens... Oh, ist das geil hier. Wird direkt ein bisschen frisch um die Nase. Nachdem ich letztens Cold War gespielt habe, ist mir wieder egal, ob ich sterbe oder nicht. Weil ich denke, ja, die Streak erreiche ich ja sowieso auch, wenn ich sterbe. Jetzt nicht sterben. Zehner. Ich glaube, die sind close. Close wie Miroslav. Nein, 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 nicht nur Sniper. Ich muss weg, 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 ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Zwei Leute. Ich stelle mich mal hier hin und warte mit meinem Messer. Also, Messer ist jetzt auch... Als ob eine Animation... Digga, nein, mit Animation ist er richtig kacke. Hä? Mit Animation ist er richtig kacke. Uff, warte mal, es gibt rechts und links. Vielleicht ist mit links ohne Animation, mit rechts mit Animation. Weil mit Animation kannst du ja komplett knicken. Komm, 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 komm. Ja, ja, mit links ohne. Oh, wie smart, dass ich das direkt rausgefunden habe. Zack. Ja. Geil. Ja, wenn ich mehr zocken würde, dann könnte man wieder sogar vielleicht echt so ein... Ich probiere einen Nuke damit zu machen, Video... veranstalten. Da müsste ich natürlich Johanna anschließen oder CyberGhost VPN. Link in der Beschreibung. Ich will auch unbedingt jetzt demnächst mal das PlayStation 5 CyberGhost Tutorial machen. Da sitzt sie mir schon im Nacken. Das wollt ihr unbedingt sehen. Moin, Meister! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bitte bleib stehen! Bitte bleib stehen! Ja, nein! Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ey, es macht richtig Spaß. Auch wenn jetzt nicht die komplette Action los ist auf der Map. Es macht wirklich Spaß gerade. Ja, ist komplett geil. Also ich meine, was macht allein diese helle Farbe, dieses Blau? Das gibt einem doch direkt eine gute Stimmung. Das ist tausendmal besser als diese gammeligen, traurigen Pointe du Hawk Weltkriegskarten. Season 3 ist absolut geil. Das hat sich sogar gereimt. Ich lasse mich jetzt hier nicht mehr töten. Die verbesserte Drohne ist meine. Man muss es nur affirmieren, Leute. Ihr müsst auch... Ihr müsst doch an eure eigenen Worte glauben. Wenn ihr eure eigenen Worte nicht glaubt, dann glaubt keiner dran. Und ich fühle mich jetzt hier schon so wie Pep Guardiola, der übrigens sehr, sehr nice so Sprüche und so Prep-Talk hat. In der Doku hört man auf jeden Fall einiges. Ich schreibe mir da immer wieder auch was auf. Six dann noch eine Runde. Wir spielen nochmal die Map. Abschluss bestätigt, stinkt mir zwar, aber wir müssen die... Sniper aus fucking Call of Duty Advanced Warfare. Es ist ja auch bekannt, dass die Ball 27 aus Advanced Warfare kommt, auf die ich mich definitiv freue. Und wenn die Sniper sich jetzt so anfühlt und anhört wie aus Advanced Warfare, dann können wir uns noch mehr auf die Ball freuen. Denn das ist ja... Oh, einer heißt böser Onkel. Ich identifiziere mich mit... ihr seht es nicht in der Facecam. Identifiziere mich mittlerweile so sehr mit dem Onkelbegriff. Ich habe sogar mal überlegt, kurze Sache, ich habe sogar mal überlegt, diesen Kanal, der heißt ja Johnny, in Onkel John umzubenennen. Und den anderen Onkel John Kanal, wo ich mal kurz Story Games gemacht habe und dann nicht mehr kam, entweder zu löschen oder dann halt einen Johnny umzubenennen. Was haltet ihr von dem Gedanken? Weil irgendwie finde ich, Onkel John ist jetzt so ein bisschen, passt eigentlich mehr zu mir als Johnny, oder? Was sagt ihr? Vielleicht liege ich aber falsch. Okay, nächste Runde. Wuhu. Gib mir eher ein bisschen auch Intervention-Vibes mit den zwei Füßen. So lebt also ApoRed. Das ist schon krass. Wir dürfen einmal einen Tag im Leben von ApoRed. Wir dürfen es einmal erfahren, wie es sich anfühlt. Manchmal in Eastie, aber hauptsächlich aktuell in Dubi. Mit meinen absolut dubiosen Immobilienfreunden. Nice, Red. Da hast du dir auf jeden Fall ein supi Umfeld gesucht. Oh, hier ist einer. Klingt null nach der Morse. Haha, Bruder, klingt komplett gar nicht nach der Morse. Wir können uns nicht auf die Ball 27 freuen. Die Ball 27 wird zwar so heißen, aber sie wird sich nicht so spielen wie damals zu Advanced Warfare. Das können wir uns abschminken. Scheiße. Aber irgendwie cool, irgendwie trotzdem cool. Auch wenn die Männer hier sich wieder einen abölen. Mögt ihr Techno? Seid ihr so Techno-Feierer? Ich muss sagen, ich nicht.
Und da bist du in Berlin schon fast so ein, bist schon fast Mobbingopfer, wenn du nicht Techno feierst und 12 verschiedene Drogen an einem Abend nimmst. Ah, ich würde wirklich, Kev würde ich gerne mal hier einen reindrücken. Der nervt mich, wie er hier rumspringt und alles gibt. Dem möchte ich eine... Messer ihn, er messert ihn. Nach was hat das gerade geklungen, diese Formulierung? Der Test in die Kommentare jetzt beantworten. Ihr seid gefragt. Ah. Bruder, die Sniper ist aber, glaube ich, an sich cool. Ach, Junge, Digga, der Barkeeper. Meister! Einen Dark and Stormy, bitte. Wasser. Wow, wie der Sound. Gin? Wein? Ist es auch rot? Ist es auch rot? Ist das Detail jetzt ganz wichtig? Ist rot, was rauskommt? Ja, vielleicht ist es auch ein Weißwein. Wahrscheinlich ist es ein Weißwein. Hier oben. Das ist jetzt die Frage. Okay, ist es sogar mit einem roten Touch? Ja gut, ist ja auch egal eigentlich. Soundtechnisch, es hört sich original an, wie wenn man wirklich im Sommer im Pool ist. Oder? Original, wenn man unter Wasser ist. 1:1 der Sound. Nicht schlecht. Ach komm, scheiß drauf. Mann! Als Sniper-Spieler hasst man jeden Rackgun-Spieler. Es ist wirklich die größte Qual. Die Runde kannst du dir komplett in die Haare schmieren. Komplett einmal rein damit. Ja! Comeback. Der Comeback King ist back. Nicht Commander Krieger, sondern Comeback King. Nicht Calvin Klein. Es gibt so diesen Moment, der ist unlustig. Und es gibt aber diesen Moment, der ist lustig-unlustig. Das war... keins von beiden. Das, was ich hier laber, fühlt sich manchmal wirklich an wie Inception. Ich bin auf so vielen Meta-Ebenen. Ja, Itachi. Endlich konnte ich mich revanchieren. Beziehungsweise revanchieren ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Was ist das hier eigentlich für ein Anime-Squad? Son Goku? Hast du nicht gesehen? Ich habe noch nie ein Anime geschaut, ne? Und ich bin echt am Überlegen, ob ich meinen anfange. Basti hat mir Torfun Saga oder sowas empfohlen. Aber ich weiß nicht, was wäre der beste Anime zum Beginn? Ist es wirklich sowas wie Naruto? Was empfehlt ihr? Lasst es mich wissen. Gibt es auch noch eine andere Map eigentlich? Emergency 24/7? Auch neu, ja moin. Ja moin, Leute. Capture the Flag, ja gut, das juckt mich nicht. Aber Emergency geben wir noch rein, oder? Leute, lasst mal ein Abo da. Wir sind ja kurz vor den, wie viel haben wir hier? Boah, 56.000. Das ist doch so eine typische Advanced Warfare. Oh mein Gott, man kann direkt... Was, Alter? Was ist für eine Map? Wir brauchen eine Sniper-Only-Playlist. Unbedingt, unbedingt, ey. Jo, noch kein Killgold. Erster Kill. Komm raus. Nein, natürlich nicht. Natürlich spielst du wirklich mit der S... Also, wie kann man so ADHS haben? Ach, du Scheiße. Mit dieser SVA Warzone-Meta-Klasse jetzt hier richtig reingehen in die Gunfights. Ja! Okay, ich hör auf. Geil. Die Sniper ist richtig geil. Ohne Aufsätze auch sehr schnell im Scope. Die Waffe lädt schnell nach. Oh mein Gott, was ist das für ein Gameplay gerade hier? Auf einmal aus dem Nichts. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, er ist besonders wichtig, der SVA-Spieler. Und jetzt reinsliden, schade. Ach, Digga, du bist so ein Loser. Geh doch Warzone spielen, meine Fresse. Digga, was sind das für Spawns hier teilweise? Ja! Die Map ist aber richtig schnell. Richtig schnell. Spawns sind verrückt und er ist ein völliger Loser, Digga. Ich muss ihn holen. Oh nein, ich war drauf. Die Spawns sind so frei für alle vom Feeling. Ja, Body shootet mich, deine Huch. Du Sohn. Oh, Digga, was ist für Spawns? Sehr geil. Sexuell erregend. Komm rein, mein Bruder. Komm rein, mein Freund. Es ist zu hektisch. Ich muss jetzt hier auch mal die andere Waffe wieder spielen. Es geht mir auf die Eier. Prompt hassen mich alle Sniper in der Runde und ich kann es so verstehen. Die Map ist jetzt, glaube ich, so für Fun. Einfach Run and Gun reingehen. Sehr nice. Um mir vielleicht ein bisschen aufs Streak zu kommen, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Privi, du bist wirklich ein... Das ist doch hier Privi wieder gewesen, oder?
Einmal ein fairer Gunfight und direkt hat er ihn verborgt. Ich werde keinen Gunfight mehr gegen Privi verlieren. Jetzt habe ich es gesagt. Keinen Gunfight werde ich gegen den Typen, der mich hier bodyshootet, mehr verlieren. Das könnte jetzt eng werden. Das könnte jetzt eng werden. Das könnte jetzt eng werden. Ja, over. Ich habe doch gesagt. Ich habe doch gesagt, ich verliere. Nein, ich komme nicht hier rein. Nein, ach komm, scheiß auf, ja. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, immer Sniper-Spieler jetzt zu holen. Oh, schade. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Kacke, verdammte Leon. Ich habe euch ja mal gesagt, damals beim Black Ops 4 Event in Berlin, wo auch David Wonderhaar da war, mit dem wir dann auch einfach 2 Stunden noch abends noch Bierchen getrunken haben und mit ihm gequatscht haben. Er hat absolute Intels auch erzählt über Call of Duty und wie es ist, ein Spiel zu entwickeln und was ihn so richtig nervt dabei. Es war wirklich crazy. Und an dem Abend war einfach auch, wie hieß er? Der Ochsenknecht, nicht der Jimmy Blue, sondern der andere. Wilson Gonzalez Ochsenknecht war einfach da. Und den habe ich auch jetzt danach nochmal irgendwann bei einem COD-Related-Event gesehen. Also irgendwie spielt er selber, glaube ich, sehr gerne Call of Duty. Das finde ich sehr krass. Jimmy Blue, Jimmy Blue, Jimmy Blue Ochsenknecht. Ja. Ja, die neue Waffe bockt auch komplett. Ich meine, wenn man da noch Magazinerweiterung drauf hat. 32 ist wirklich sehr, sehr wenig. Beide Maps cool. Wirklich cool. Die ist sehr hektisch. Aber auch ein 6 gegen 6. Das ist 6 gegen 6, naja. Fühlt sich hier wirklich wie ein 10 gegen 10. Also geil, geil, geil. Nicht irgendwelche zu großen, langweiligen. What? Muggle Maps, cool. Einfach cool. Mir gefällt das Update auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Season 3 ist ein Call of Duty Modern Warfare 3. Wir haben alles gesehen. Oh mein Gott. Messer. Nein, es ist immer noch kein Messer. Wir haben alles gesehen. 3 neue Waffen. Die neuen Maps. Das war das Video für den Freitag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Macht's, ich guck wieder in die falsche Cam. 38, 39. Freunde. Sah nicht so aus im Video, ne? Aber das ist die Realität. Okay. Das haben wir geklärt. Ich bin raus. Haut rein. Ciao. Ciao. Ich habe komplett vergessen, dass ich hier aufnehme. Völlig vergessen. Also wirklich komplett vergessen. Ja, moin.